möchte eigentlich nur Danke sagen. Danke, danke für das, was wir hier jetzt in den 10 Tagen erleben durften. Das war das größte Spektakel. Ich bin ja schon lange in dem Geschäft. Das größte Spektakel, was ich jemals erleben durfte. Und ich glaube, wir haben eine Mannschaft. Ich habe selten einen verschworenen Haufen erlebt als diese Truppe. Und ich möchte Danke sagen. Wir haben diesen tollen Pokal gewonnen, damit das Triple. Ich würde sagen, ich möchte mich bedanken bei euch, Burschen. Ihr habt das fantastisch gemacht. Wir haben eine komische Zeit erlebt in den letzten 3 Monaten, Corona, ohne Zuschauer. Ich glaube, das Stadion wäre heute explodiert mit Zuschauern. Aber es ist, wie es ist. Ihr habt es fantastisch gemacht. Wir waren deutscher Meister. Wir haben den DFB-Pokal gewonnen. Wir haben heute die Champions League gewonnen. Zum Schluss möchte ich mich noch bedanken bei Hansi. Hansi, komm doch mal kurz hoch. Du bist immer so ein bescheidener Mensch. Du hast einen Wahnsinnsjob gemacht. Du kannst stolz darauf sein. Ich sage Danke. Ich sage Danke im Namen des... Ich sage Danke im Namen des gesamten Vereins. Der Präsident ist ganz stolz auf dich. Der Vorstand ist super stolz auf dich. Ich würde euch empfehlen, Jungs, lasst uns jetzt die Party starten. Teddy O, gib Gas. Und ab morgen habt ihr dann ein paar Tage Urlaub und dann geht es wieder weiter, leider. Aber danke. So ist das Leben eines Fußballers. Alles Gute. Danke, danke. Hey, genießt den Abend! Hey, hey! Ganz besonders mein Dank, unser Dank gilt der Mannschaft, weil was sie die letzten Monate einfach geleistet haben, war sensationell. Im Training hast du sehen können, wie das Ganze sich entwickelt und dass wir jetzt hier stehen, das war irgendwo ein Plan in Katar, in Doha, im Trainingslager, wo wir gesagt haben, okay, wir haben 3 Pokale da vorne gehabt, einmal die Schale, einmal der DFB-Pokal und einmal hier, den hier. Ja. Und wirklich, Männer, ich bin sowas von stolz und auch das Trainerteam sowas von stolz, dass sie euch begleiten dürfen. Auch Brazzo, komm her. Tausend Dank euch, Männer und Spielern, weil es ist einfach sensationell und ich habe noch nie, es war auch nicht allzu schwer, aber ich habe noch nie so eine Mannschaft trainiert wie euch. Danke euch. Champions League-Sieger. Ihr seid so geil. Wir haben so eine geile Truppe. Ich bin so stolz auf euch, Jungs.